Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, der Antrag der Linken mit dem Titel Demokratie für alle, über den wir heute gemeinsam mit Ihrem bereits 2014 eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes und zur Einführung eines Bundesabstimmungsgesetzes heute beraten und beschließen, findet nicht unsere Zustimmung. Das ist hier durch meine Vorredner schon deutlich geworden. Die von Ihnen gewünschte Einführung einer dreistufigen Volksgesetzgebung und deren Aufnahme in das Grundgesetz suggeriert schon so fast eine Art Basisdemokratie nach Schweizer Vorbild. Und dies passt meiner Meinung nach nicht in unser Demokratieverständnis und das Demokratieverständnis, das unserem Grundgesetz innewohnt. Und das Schweizer Modell, Frau Keul hatte es ja auch schon erwähnt in ihrer Rede, da hat es ziemlich lange mit den Bürgerentscheiden doch gedauert, bis zum Beispiel das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. Also das möchte ich hier nicht. Und die Väter und Mütter unserer Verfassung haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr kluges und sehr weitsichtiges Grundgesetz erlassen. Sie waren geprägt von den Erfahrungen in der Weimarer Republik und auch des Dritten Reiches. Das wollte ich Ihnen den Gefallen doch noch tun, dass das Argument auch noch kommt. Das Grundgesetz ist aus den Erfahrungen der Vergangenheit und der Hoffnung für die Zukunft heraus im Jahre 1949 sehr klar und sehr intelligent gefasst worden. Und es ist das Bekenntnis zu einer repräsentativen Demokratie. Und für mich ist das Grundgesetz das wichtigste und bedeutendste Gesetz, das wir in Deutschland haben. Es ist die Basis unserer gesamten Rechtsnorm. Es war schon damals sehr zukunftsfest und ist es auch noch heute. Während wir andere Gesetze schon mal schnell ändern, weil die gesellschaftlichen oder politischen Verhältnisse sich geändert haben oder auch aktuelle Ereignisse dies vermeintlich fordern, verschließt sich das Grundgesetz diesem Zeitgeist des Veränderns, den wir in der heutigen Zeit allzu schnell verspüren. Da ist das Grundgesetz dann auf einmal ganz sperrig. Ein Volksentscheid ist dennoch nicht völlig ausgeschlossen im Grundgesetz. In Artikel 29 Grundgesetz ist die Möglichkeit normiert, Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes durch ein Bundesgesetz zu regeln. Dieses Bundesgesetz muss durch Volksentscheid bestätigt werden. Aber wie gesagt, das betrifft nur die Neugliederung des Bundesgebietes. Und das ist auch nicht ganz einfach, wie wir das schon beim Volksentscheid zum Zusammenschluss des Landes Brandenburg mit dem Land Berlin gesehen haben. Also das Ergebnis kennen Sie. Weiteres zu diesem Thema findet sich nicht im Grundgesetz und das auch mit gutem Grund. Denn was in Ländern und Kommunen möglich ist, lässt sich nicht automatisch auf die Bundesebene übertragen. Und für Veränderungen des Grundgesetzes muss es schon sehr gewichtige Gründe geben. Und wie Sie alle wissen, kann das Grundgesetz nur mit großer, nämlich mit 2/3-Mehrheit von Bundestag und Bundesrat geändert werden. Und über die Ewigkeitsklausel des Artikel 79 Absatz 3 können bestimmte Grundrechte gar nicht abgeändert worden. Da sind bewusst große Hürden aufgebaut worden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die Gründe, die Sie für eine Änderung des Grundgesetzes aufführen, reichen mir da nicht aus. Und Herr Kollege Korte, zu Ihren Beispielen ist hier auch schon einiges gesagt worden. Das reicht mir auch nicht. Und aus meiner Sicht ist es auch ein Irrglaube, zu meinen, mit mehr plebiszitären Elementen auf Bundesebene ein Mehr an Demokratie zu schaffen. So einfach ist das nicht. Und über welche Fälle auf Bundesebene hätten Sie denn gerne über einen Volksentscheid abstimmen lassen wollen? Einige Beispiele sind ja hier auch schon von Vorrednern gebracht worden. Das Rettungspaket für Griechenland, die Euro-Einführung oder die Erhöhung von Sozialhilfesätzen oder die Schließung der Grenze im Zuge der Flüchtlingswelle. Man muss die Dinge immer bis zu Ende denken. Und für Wollmann, darf ich Sie noch mal unterbrechen? Gestand Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Virginia? Frau Präsidentin, nein. Für die Einsetzung einer Volksinitiative sollen Ihren Vorstellungen folgend gar nur 100.000 Stimmen ausreichen. Das ist auch von Vorrednern schon kritisch angemerkt worden. Wir sprechen manchmal von einer gewissen Demokratieverdrossenheit. Aber ist das wirklich so? Ja, es gehen immer weniger Bürger zur Wahl, bis auf die letzten 3 Landtagswahlen. Viele mögen sich wohl nicht mehr fürs politische Geschehen interessieren. Manch einer ist auch enttäuscht.
Vielleicht kann man da von einer gewissen Politikmüdigkeit sprechen. Aber für mich ist die Lösung und die Antwort auf dieses Phänomen nicht in Ihrem Gesetzentwurf zu finden. Ich glaube, dass für viele Demokratie so selbstverständlich geworden ist, dass es sich oft vermeintlich gar nicht mehr lohnt, sich für sie einzusetzen. Und das können wir nur durch eine überzeugende Politik und Politiker, welche die Sorgen und Vorstellungen der Menschen wahrnehmen, lösen und Antworten darauf finden. Das Beispiel für die Flüchtlingswelle des letzten Jahres. Ein Beispiel ist die Flüchtlingswelle des letzten Jahres. Da sind Ängste und Ablehnung, befürchtete Überfremdung in der Bevölkerung aufgekommen. Das müssen wir aufgreifen und durchdachte Antworten darauf geben, was wir auch getan haben. Was hätte uns da jetzt ein Volksentscheid gebracht? Wem hätte das wohl genutzt? Mir schwant bei solchen Gedanken nichts Gutes. Insofern sollten wir es belassen, wie es ist. Bundespräsident Gauck hat im Vorwort der Grundgesetzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben, und ich zitiere: Unsere Verfassung ist, davon bin ich fest überzeugt, auch in Zukunft das sichere Fundament zur Bewältigung aktueller Herausforderungen unseres staatlichen und gesellschaftlichen Lebens. Das Grundgesetz ist eine echte Bürgerverfassung geworden. Zitat Ende. Abzulehnen, liebe Kollegin von den Linken, ist auch Ihr Vorschlag, das Wahlalter auf 16 Jahre zu reduzieren. Vorredner haben das auch schon angesprochen. Die Bindung an die Volljährigkeit bei allen Entscheidungen, die die Bundesrepublik in all ihrer Tragweite betreffen, ist richtig. Denn auch erst mit 18 entstehen alle Rechte und Pflichten. Und mir ist auch völlig schleierhaft, auch das ist schon von Vorrednern angesprochen worden, Ihre Regelung oder Ihr Vorschlag für eine Regelung, dass Sie auch Nichtdeutschen das Wahlrecht geben wollen, die seit 5 Jahren in Deutschland angemeldet sind. Auch das lehnen wir ab. Das Wahlrecht an die deutsche Staatsbürgerschaft zu knüpfen, ist richtig. Das Staatsvolk wird verfassungsrechtlich gesehen nur von Deutschen gebildet. Und insofern ist im Bundeswahlgesetz zu Recht geregelt, dass nur Deutsche den Bundestag wählen dürfen. Und auch Ihr Antrag Demokratie für alle, naja, das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Der Kollege Ostermann hat das auch schon angesprochen, dass Sie jetzt neben Ihrem Gesetzentwurf auch diesen Antrag noch vorlegen, dass Sie sagen, na, jetzt soll die Bundesregierung doch dafür sorgen, mehr Initiativen für Demokratie vorzulegen. Ich glaube auch, da sind Sie Ihres Gesetzentwurfs auch nicht mehr so sicher. Sei es drum, auch dieser Antrag findet nicht unsere Zustimmung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.